So, Hallöchen zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wir machen weiter jetzt mit dem mittlerweile vierten Teil, ja, der vierte Teil unseres Unboxings und Einkleben von den neuen Jurassic World, das gefallene Königreich Stickers. Hier haben wir das Stickers-Album, hier haben wir die Stickers-Box mit den Stickers-Tüten drin. Diese 25 werde ich jetzt noch auspacken. Hoffentlich kriege ich das noch in dieses Video mit rein. Ich muss einfach ein bisschen weniger quatschen. Dann klappt es auch. Kurze Statistik zwischendurch. Insgesamt fehlen mir noch 70 Stickers von diesem Sticker-Album. Insgesamt, wisst ihr ja, gibt es zum Sammeln, ich glaube es waren 156. Ja, also 70 fehlen mir noch. Davon fehlen mir noch 13 Glow in the Dark und 9 Wackelstickers. Also die Wackelstickers sind definitiv, ja, rar gesät, ist ja klar. Aber ihr könnt, falls euch auch die Wackelstickers fehlen, das teilweise schon in den Tüten hier erfüllen. Ja, einfach mal ein Tütchen in die Hand nehmen, so ein bisschen knicken und dann fühlt ihr schon, oh, wird's dicker oder nicht. Hier müsste zum Beispiel ein Wackelsticker drin sein. Ne? Das fühlt sich schon dicker an. Das spürt ihr einfach. Selbst die Glow-in-the-Dark-Sticker sind ein bisschen dicker und wenn ihr hammermäßiges Feeling habt, könnt ihr auch die herausfühlen. Natürlich nicht, welche Wackelstickers oder welche Glow-in-the-Dark-Stickers das sind, aber dass überhaupt welche in den Tüten sind. Ne? Also das kriegt ihr tatsächlich raus. Einfach mal ein Tütchen in die Hand nehmen, einfach so ein bisschen so mit den Fingern knicken, ganz leicht, da spürt ihr das schon. Ne? Also das einfach nur an dieser Stelle nochmal kurz erwähnt. Also, dann geht es jetzt hier ganz schnell weiter mit diesen 25 Stickertütchen A5 Stickers drin. Bin ich sehr gespannt, wie weit ich mit denen komme, beziehungsweise wie voll wir dieses Album noch kriegen. Wenn ich Pech habe, lauter Doppelte. Wenn ich Glück habe, sind noch ein paar dabei, die ich noch nicht habe. Na dann, viel Spaß beim Gucken. Und los geht's. So, vorsichtig aufreißen, nicht in die Stickers reinreißen, das wäre ganz schlecht. So, jetzt werden natürlich massenhaft Doppelte kommen, das ist klar. So, das hier habe ich. Oh, diese Eier habe ich noch nicht. Sehr gut, guckt euch das an. Mit Kot auf den Schalen. So, dann das hier habe ich auch noch nicht. So ein Hals von einem Pflanzenfresser. Dann habe ich hier das Hinterteil vom Indoraptor. Super cool, habe ich auch noch nicht. Klasse gemacht hier. Echt schöne Stickers, muss man sagen. Wow, und hier habe ich wieder eine Glow in the Dark. Auch die habe ich noch nicht. Tracker 3 mit dem Gallimimus. Das sieht fast sogar ein bisschen 3D aus. Ich denke, das kommt auf der Kamera 0,0, aber in live kommt die richtig gut. Wow, sehr schön. Nächstes Tütchen. Was haben wir drin? So, hier der Kopf vom Carno, das habe ich. Dann hier der Mann auf der Leiter, den habe ich auch. Dann den Brachiosaurus, yay, habe ich noch nicht. Und hier haben wir Owned by Blue. Hatte ich das vollständig? Ich glaube, ich lege es mal auf die Seite. So, dann hier, ich meinte, das hätte ich auch noch nicht. Ich hatte ihn schon, aber nicht vor diesem Gefäß. Okay, nächste Tütchen. Und hier ist ein Wackelsticker drin, das fühlt man. Und yay, hab ich noch nicht. Cool. Hier auch der Brachio drauf, hier vom ausbrechenden Vulkan und hier, ja, noch eher in einer grünen Landschaft. Hier bricht er gerade aus und hier voll das Inferno, oder? Die sind schon echt cool, die Dinger. Hammer. Klasse. Also ich glaube, die werden auch sehr begehrt sein bei allen, die die Stickers hier sammeln, ne? Ist ja der Hammer. Klasse. Okay. So, dann haben wir hier ein Trizi, das habe ich auch noch nicht. Ihmchen habe ich. Oh, das habe ich auch noch nicht, sehr schön. Parasaurolophus und Velociraptor, wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir hier einen stylistischen Stego, ist ja putzig. Habe ich auch noch nicht, cool. So, okay. Dann haben wir hier ein tolles Bild vom
T-Rex. Sieht aus wie ein Sternenhimmel im Hintergrund. Dann haben wir hier noch ein Bild von Claire. Oh, der Blick, ne? Nee, habe ich auch noch nicht. Wieder dieses Bein. Oh, warte mal. Nee. Da ist der Schweif mit dran. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Tue ich mal auf meinen Zweifelstapel. Dann hier die Türen. Die habe ich. Die Eier habe ich auch schon. Ja. Oh, das fühlt sich... Da müsste Glow in the Dark drin sein. Ne? Man kriegt da ein Gefühl mit der Zeit. Bin ich mal gespannt, ob ich recht habe. Bin ich wirklich gespannt. Okay, also hier haben wir nochmal einen Kopf von einem Apatho oder Diplodocus. Dann haben wir hier Claire nochmal. Das habe ich auch noch nicht. Dann haben wir hier den Schweif. Ich meine, das hätte ich auch noch nicht. Oh, Gallimimus. Auch noch nicht. Klasse. Der Blick, ne? Hammer. Schönes Bild. Und Glow in the Dark. Ich sag's doch, man kriegt's mit der Zeit wirklich raus. So, Triceratops als Skelett in 3D kann man nicht sagen, aber ist toll, wie die Rippen hier nach oben stehen. Weiß gar nicht, ob ich den schon habe. So, dann geht's hier ganz schnell weiter mit nächsten Tütchen. Okay, hier der Brachiosaurus, den hatte ich eben schon. Dann hier dieses Gemälde von den beiden habe ich. Den habe ich jetzt, glaube ich, auch schon. Dann hier das Unterteil von Blue habe ich. Und dann haben wir hier wieder ein Stückchen Glitzer vom Indoraptor. Das habe ich auch schon. Die sind wirklich klasse. So, nächstes. Auch hier ist, glaube ich, wieder ein Glow-in-the-Dark-Teil drin. So wie es sich anfühlt. So, dann hier die Szene am Wasser habe ich. Dann die Eier. Ist das wieder eine andere? Nee, die hatte ich doch, ne? Ja, habe ich. Okay. Dann hier nochmal Claire mit diesem roten Licht. War so ein ähnliches nicht schon mit so einem Spiegelrand dabei? Sieht aus wie Claire Redfield von Resident Evil. Kann man auch nicht helfen. So, ich glaube, das habe ich noch nicht. Dann hier die Szene mit Owen beim T-Rex im Wagen habe ich. Und hier haben wir wieder ein Glow in the Dark. Man fühlt's, Leute. Man fühlt's. Aber ich meine, den hätte ich auch schon, den T-Rex. Kommt auf den Zweifelstapel. Dann hier gleich der nächste packen. Auch hier, glaube ich, ist ein Glow-in-the-Dark-Teil drin. Yay, Baryonyx, glaube ich, ne? Keine Ahnung, ob ich den habe. Dann die Szene im, was ist das, Museum? Habe ich... Carno habe ich, dann hier, oh, das Hinterteil vom Ankylosaurus habe ich noch nicht und hier, sehr schön, Carnotaurus, auch das habe ich noch nicht, ne, und auch das ist ein Glow-in-the-Dark-Teil. Die fühlen sich einfach klasse an, Hammer. Und wie schon gesagt, ne, ich mache ein Extra zu diesen Glow-in-the-Dark und wenn ich sie alle habe, auch zu den Wackelstickern, dass ihr die mal einfach alle auf einem Haufen seht. So. Nächstes Tütchen. So, hier. Der Indo von vorne, den habe ich schon. Dann Owen nochmal. Habe ich, glaube ich, noch nicht. So. Wieso ist das so dick? Der ist so dick. Dachte, es wäre doppelt. So, dann... Ach, schön. Klasse. Den hatte ich gestern eingerissen. Ne? Und hier habe ich ihn jetzt nochmal bekommen. Sehr schön. Der Indoraptor. Klasse. Okay, dann hier kleine Unterhaltung. Boah, Claire ist wirklich klein, wie es aussieht, ne? Okay, noch nicht. Das hier habe ich auch schon. So, falls ihr meine Videos gesehen habt, dann wisst ihr das wahrscheinlich dabei sogar besser, was ich schon habe und was nicht, ne? So, den hier, ich meine, den hätte ich mittlerweile. Den hier habe ich auch. Dann das habe ich. Ja, habe ich. Da gehört übrigens der Helm dazu. Auch ein cooles Bild. Dann haben wir hier... Nee, so habe ich ihn, glaube ich, noch nicht. Sehr schön. Und hier haben wir den Mosasaurus. Den Kopf vom Mosasaurus. Auch der ist hier Glow in the Dark. Habe ich auch noch nicht. Boah, Hammer, ne? Was ein Schädel, ey. Der Burner. Aber ich muss sagen, die doppelten, wow, der Haufen, der wächst, ne? So, okay.
Dann haben wir hier Körper von Pflanzenfresser. Habe ich das? Boah, keine Ahnung. Dann haben wir hier Triceratops. Krass, wie das Horn hier so extrem von vorne aussieht. Ne? Sieht aus wie so ein, keine Ahnung, Nilpferdohr oder sowas. Ist ja krass. So, dann haben wir hier wieder diesen Flügel. Den habe ich schon. Dann Claire aus dem Auto. Genießt die Aussicht. Habe ich. Dann haben wir hier wieder die Eier. Okay. So, dann haben wir hier drin noch mehr Doppelte oder was Neues. Ja, Mosa, den habe ich. Mosa-Kopf habe ich auch. Oh, das hier habe ich noch nicht. Sehr schön, da ist ein Junges dabei, wie es aussieht. Cool. Dann hier, Own und Blue habe ich. Und das hier habe ich auch. Oh, heute geht es ein bisschen schneller, ne? Wegen den vielen Doppelten halt. So, dann hier nochmal Claire. Ein tolles Bild, muss man sagen, habe ich. Dann hier dieses Röntgenbild oder was auch immer vom Indoraptor? Fragezeichen. Oder ist der Indominus? Keine Ahnung, habe ich auf jeden Fall noch nicht. Das Füßchen habe ich schon. Dann die rennenden Beine vom Stego habe ich. Und hier schon wieder Indo in der Grafik habe ich auch. Nächste. So, dann haben wir hier nochmal den Kopf vom Sticky Moloch mit dem Wurm hier. Habe ich schon. Claire habe ich. Der Schweif, den habe ich auch. Oh, das hier habe ich noch nicht. Sehr schön. Cool. Und dann hier nochmal den Carnotaurus. Den hatte ich, meine ich, eben schon. Okay. Ne, hier mal der Stapel von denen, die ich noch nicht habe. Und hier der Stapel von den Doppelten. Ja, also eigentlich gleich hoch. Da kriege ich das Album garantiert nicht voll. Da werden wir noch einige fehlen. Okay, dann hier wieder der Pflanzenfresser, aber ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Zweifel. Dann jedes Mittelteil von Pteranodon. Sehr schön, da habe ich bereits die Flügelspitzen gehabt. Sehr schön, dann hier habe ich auch schon. Und guckt nach oben, habe ich das? Nee, habe ich nicht. Dann hier nochmal der T-Rex als Glow-in-the-Dark-Bild. Ich weiß gar nicht, ob ich das habe, aber das sieht cool aus, oder? Sieht fast aus wie ein Geist. Ein T-Rex-Geist. So. Okay. Die nächsten. Nein! Ein Wackelbild ist auch drin. Guckt's euch an. Sehr schön. Hier Stego läuft und hier wieder mitten im Inferno drin. Ist ja krass. Ah, die sind echt cool, ne? Ein bisschen weiter weg, hier ein bisschen näher dran und voll unter Beschuss vom Vulkan. Ist ja krass. Schön. Habe ich noch nicht. So, was haben wir hier noch alles drin? Oh, ich glaube, das hatte ich auch schon, ne? Doppelt. Dann hier ein Skelett. Sehr schön. Aus dem Museum habe ich noch nicht. Dann hier der Mosa habe ich. Und hier, nee, das habe ich auch noch nicht. Ist das das Unterteil vom Gallimimus? Also habe ich auf jeden Fall auch noch nicht. Nächstes Hütchen. So, hier haben wir wieder Rettet die Dinos. Ja, die habe ich auch schon. Oh, das habe ich noch nicht. Was heißt das? Pro Dino Life. Ist ja cool. Okay. Das ist so, rettet die Dinos oder was? Cool. So, Mosa habe ich. Die beiden habe ich auch. Und Ihmchen mit der roten Flüssigkeit. Ja, doppelt. Oh, nur noch Doppelte. Nee, echt. Das heißt nur noch viele Doppelte auf jeden Fall. Okay. Ja, hier wieder der Flügel. Dann Own und das Skelett habe ich auch. T-Rex-Kopf habe ich. Die beiden habe ich. Und das hier, oh nee, habe ich noch nicht. Das Oberteil von Own, das Unterteil habe ich schon. Sehr schön. Ein Bild von der letzten Seite. Okay, also mehr Doppelte als Stickers, die mir noch fehlen. Wow, krass. Teurer Spaß, das Sticker-Alben, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Okay, dann habe ich hier auch irgendein Bein. Ich glaube, das habe ich echt noch nicht. Dann, sehr schön, Blue in der Nahaufnahme. Auch ein Puzzleteil habe ich noch nicht. Dann das hier, das meine ich, hatte ich eben schon.
Dann Sticky habe ich auch schon komplett. Dann haben wir hier noch den Baryonyx. Yay, das habe ich auch noch nicht. Ein Glow-in-the-Dark-Schädel mit einigen grafischen Elementen. Gut, ich glaube noch 6 Tütchen habe ich hier bei mir. Spannend. Ich habe auch noch einen Wackelsticker finden, den ich noch nicht habe. So, Carnotauro-Schädel habe ich. Hab ich auch. Stego habe ich. Blue guckt. Blue, ne? Owen guckt nach oben. Habe ich auch schon. Und der Pteranodon oder die Pteranodons habe ich auch noch nicht. Glow in the Dark. Sehr schön. Yay. Leute, wir nähern uns schon dem Ende. Und ich war heute in diesem Video, glaube ich, echt ein bisschen schneller. So. Das nächste Video wird dann wieder ein Einklebevideo. Kano habe ich. Den Mosa. Nein, den habe ich noch nicht. Zumindest nicht auf diesem Sticker. Sehr cool. So, dann haben wir hier. Ja, das ist mit einer der häufigsten Stickers überhaupt, den ich herausgeholt habe. So, dann das hier. Baryonyx wird von Blue angesprungen. Vom Wasserfall habe ich. Dann das hier. Isla Nublar. Ganz vorne drin habe ich auch schon. Okay, die letzten 4 Tütchen. Und sonstige habe ich, glaube ich, auch. Ja, natürlich, klar. Der Stego vor den dramatischen Wolken. Dann hier nochmal Claire mit diesem unfassbaren Blick habe ich. Dann das hier ist übrigens der Schweif von Baryonyx habe ich. Dann, oh, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Ne, habe ich noch nicht. Und hier habe ich das. Tracker 2? Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Aber auch ein cooler Glow-in-the-Dark-Sticker. Wahnsinn. Okay. So, die letzten 3 Tütchen. Hier. Das sieht aus nach Mosasaurus. Ja, Mosasaurus habe ich. Die beiden am Tisch. Nö, habe ich noch nicht. Fragezeichen. Dann hier wieder Baryonyx habe ich. Blue, meine ich, habe ich. So, und dann hier, aha, das habe ich auch noch nicht. Schön, klasse, dieses Porträt mit diesem metallisch spiegelnden Regenbogenrand. Also das sind schon echt coole Stickers. Echt schön gemacht, die Dinger. Wahnsinn, die Struktur zieht sich hier übrigens komplett durch das Bild, aber nur außen spiegelt es halt, ne? Schön. Vorletztes Tütchen. Zack. So. Helm habe ich. Pteranodon fliegend habe ich auch. Das hier, ja, habe ich. Oh, sehr cool. Blue, krass, von vorne. Habe ich das? Zweifelstapel. Und hier. Ja, das ist ja auch klasse. Hier, Owen begegnet Blue. So als Grafik aufgemacht. Auch witzig. In dieser Spiegelkarte hier. Das ist ja echt witzig. Einfach nur das Foto umgewandelt im Photoshop, in Outline, im Comic-Stil, ne? Von dem her. Coole Karte, muss man sagen. So, das letzte Tütchen, Leute. Das letzte Stickertütchen aus dieser Box. Nein, ja, wie cool. Ich habe hier noch eine Wackelkarte. Hier haben wir Sticky drauf. Sticky rennt hier volle Pulle durch die Gegend. Warum? Claro, Vulkan bricht aus. Wow, wie krass. Auch ein cooler Wackelsticker. Sehr schön. Klasse. Ich finde halt den Effekt beim Wackeln echt klasse. Der funktioniert wenigstens. Ne? Es gibt ja ganz billige Wackelbilder und es gibt gute Wackelbilder. Ja, hier muss man sagen, die sind schon witzig, aber auch extrem grob. Ne? Je besser die wirken, umso gröber sind die auch, aber absolut okay. Also ich finde es für ein Sticker-Album, finde ich das Weltklasse. Wirklich. So, dann hier nochmal, der Schweif haben wir. Dann hier, oh, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Sehr schön. Hier auch ein Schweif vor dramatischen Wolken, okay. Dann haben wir hier nochmal den Kano-Kopf, den habe ich. Und ja, den kleinen Stego habe ich auch schon. So, jetzt sind wir durch. Das hier ist der Stapel mit den doppelten, alleine von diesen 25. Ja, und das hier sind die, die ich ins Album
einkleben kann. Und wenn ich die jetzt nebeneinander lege, ja, ich würde mal sagen, das ist fast 50-50, ne? Oder, ja doch, würde ich sagen. Es sind jetzt nicht unbedingt mehr doppelte Stickers, aber ziemlich gleich, ne? Und hier habe ich ja auch noch meinen Zweifelstapel, ne? Der ist ganz dünn von dem her. Ja, aber auf jeden Fall einiges an doppelte mehr als beim ersten Auspackvideo, egal. Bin gespannt, wie voll ich mein Stickeralbum mit denen hier kriege. Das schauen wir uns im nächsten Video an. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ja, bis dahin sag ich ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer, Moment. Wackelsticker-Rupi, der witzigerweise alles doppelt hat, nur noch keine Wackelstickers, ne? Tja, interessant. Also, tschüss, ihr Lieben.